Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, Folge Nummer 60. Und diesmal widmen wir uns dem großen Ding. Wir haben ja alle Sachen mittlerweile gefunden und gehen jetzt langsam aber sicher in den Endspurt zu, dass wir diesen großen Job auf die Union Depository in die Tat umsetzen. Ich jetzt echt vorne. So. With you, M, I'd do anything. The metal's waiting for us on the other side of that wall. What are we waiting for? The drill bit. You gotta turn it on. Hey, here we go. Ja, sicher, ist klar, deine Mutter. Ich habe viel früher geschossen, also kann er mich gar nicht so schnell kriegen. Wir wollen nochmal das Loch bohren. Hallo! Keep it moving, I got you!
Where the chopper's at? Helicopter inbound. See you in a second. Tell D the mail's ready. So. Ach du Scheiße, Alter, ist das geil. Oh Scheiße! Kommt schon. Push through. Er setzt die Brücke across all the street. Ach du Scheiße. Alter, wir haben 5 Sterne. Oh ja, das ist ein Chopper. Frank, dein Einsatz. Ach du Scheiße. We're out in the open. Keep checking your angles.
Was? Ach komm. Deine Eltern, das gibt's doch gar nicht. Wie hat der mich denn gekriegt? Ich hab ihn doch geduckt. Er kann doch nie im Leben durch Stein schießen. So ein blöder Hubschrauber. Frank, wo bist du? Hey, Hino, where you going? La Huda, homie. Hey, don't lie today. Pass his way left side. Come on. Shit. We're taking these steps. Hey, is the metal safe? Merryweather ain't gonna jack your ass. Hängen die Bullen ab. Sonst noch ein Wunsch? Die haben ja nicht umsonst 5 Sterne auf mich angesetzt. Autsch! Das hat sie mich ich hätte mir vielleicht auch schutzsicheres Glas ans Auto machen sollen. Scheiße. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich 5 Sterne loswerden kann.
Das Schiff ist wahrlich abgeriegelt. Scheiße. Aber die Panzerung, die hält, Gott sei Dank. Das ist doch geil. Also ich mache 3 Kreuze, wenn ich jetzt... Wenn die Boys jetzt gleich in Ruhe lassen. Wir reden hier von Bullen. For Trevor. Nee, das ist richtig. Oh, nice. I'll check on the goal. Trevor, Lester, come in. How you doing? T, I think we're in the clear. You doing all right? We got company! Looks like oh, scheiße. Sag mir nicht, wir verlieren jetzt Geld, ey. Was ist jetzt los? Alter, ich hab grad schon gedacht, ey, die Hälfte der Kohle ist weg. Heieieiei, Alter. Nice! Alter, wie das sieht. We did it! Let's get these bricks on the train! Dann machen wir jetzt sofort.
Package 2 is also down. Package 2 is down! We're good. Yes, man! To the airfield! Alter, wir haben jetzt die 200 Millionen geschafft, Alter. Da ist Gott sei Dank nichts abgestürzt. The Meriwether Channel's dead. They're not sending anyone else. We're out. Mission accomplished. We did it! We nailed those assholes! This is a score! This is a job! Suck on that, Meriwether! John Percival, Devin Winston, all the rest of you Illuminati sons of bitches! Suck on my fatty! You're unstable, man, you know that? Don't go near the rockets again! Blow me! The others make it out? I don't know. I'll check. M? F, you there? You make it out? No cops? No Meriwether, we're out of town. Yeah, looks like we made it. Hey, you guys cool? We picked up a new car and we almost hit an airfield. Alright. We are good. All right? Wow. You are one serious fucking buzzkill. Hey, look, man, I'm gonna get the car up out of here, all right? All right. Hey, you two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. Alright, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash. But until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacations. No, nothing! Now come on, Sugar! Oh, fuck me. Jo, das große Ding, Alter. Die haben es echt gedeichselt. Hammer. 201 Millionen Dollar. Und jeder hat 26.000 gekriegt. Und die Crew insgesamt hat 96.000 bekommen. 96 Millionen. Geil. So, bevor jetzt hier irgendwas passiert, möchte ich gerne speichern. Weil ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Hoffentlich hat er jetzt auch gespeichert. Guck am besten gleich nochmal nach. Hat er gespeichert? Ja. Speichern war am besten gleich zweimal. Sicher ist sicher. Falls wir einen Fehler machen. Wir sind jetzt echt schon ein paar Millionen reicher. Geil. Hier den größten Raub der Geschichte gemacht, Alter. Besser geht's gar nicht. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Wobei wir, sag ich mal, auch den größten Teil davon gemacht haben. Es war eigentlich ein Wunder, dass wir, sag ich mal, nicht so übel zugerichtet worden sind. Also ich hätte gedacht, hier... Neue Ware eingetroffen, ja...
Manchmal steht in den Mails oder SMS ja einfach nur Scheiße drin, aber ich lese mir trotzdem meist einfach mal durch. Einfach nur dann ein bisschen Zeit zu schinden. Nein, natürlich nicht. Manchmal steht echt wichtige Sachen drin, die man halt auch, sag ich mal, halt auch am besten wissen soll, wo man halt Waffen kaufen kann und so weiter und so fort. Ich habe übrigens immer noch die gleichen Waffen wie vorher auch schon, bis auf bei Trevor, wo ich einmal verhaftet worden bin, das war natürlich scheiße. Muss ich mir die Waffen natürlich alle neu kaufen. Jetzt sag mal nicht, ich bin der Straße zu weit gefahren. Ich bin der Straße zu weit gefahren. Tatsächlich. Oh oh, nein, 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 nein. Aua, 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 aua. Genau sowas soll nicht passieren. Scheiße. Ich hab's ja irgendwie schon so gedacht, dass sowas wieder passiert. Wird ja mittlerweile Standard bei mir, dass ich einfach mal irgendwo runterfalle und dann plötzlich tot bin. Oh, hier unsere, jetzt habe ich unsere Nerd-Klamotten an, das ist hier scheiße. Na, das ist schon echt gay, was ich gerade gemacht habe. Aber bei dem auch nur mit den Besten der Besten. Die verlangen da leider auch sehr relativ viel. An Moneten haben wir ja gerade gesehen, da kriegen fast alle das gleiche. Was natürlich übelst krank ist. Ah, was soll's. Kriegt halt hier das gleiche. Passiert. Jetzt bin ich übrigens schon wieder die Straße zu hoch gefahren. Diesmal mache ich es aber richtig. Diesmal fahre ich da wirklich am Rand wieder runter. Diesmal mache ich nicht wieder so Faxen. So. Pünktlich hier angekommen. Direkt, wo der Wecker geklingelt hat. Das ist doch schön. Haben wir das große Ding definitiv erstmal gedeichselt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal.